Hallo zusammen, wir wollen nochmal ein bisschen mit dem Ohmschen Gesetz herumspielen und nehmen wieder einen Stromkreis her, diesmal aber ein bisschen komplizierter als das letzte Mal. Also schon wieder mit Batterie, das war hier der positive, das war der negative Pol der Batterie. Und diesmal verteilen wir aber ein paar Widerstände im Stromkreis, das heißt hier haben wir einen Widerstand, das ist der Widerstand R1. Und dann machen wir noch einen rein. Das ist R2 und noch einen. R3. So. Drei Widerstände in einer Reihe. Das heißt, alle Elektronen, die hier aus dieser negativen Spannungsquelle rauskommen, die müssen hier durch alle diese drei Widerstände durchlaufen, bis sie zum positiven Pol der Spannungsquelle gelangen können. Ich erinnere euch, dass mit dem Stromfluss, war ein bisschen komisch. Der Stromfluss war definiert als hier vom Plus nach Minus gehend, also das ist die offizielle Stromrichtung. Aber wir wissen, dass was da tatsächlich fließt, sind keine positiven Ladungen, sondern es gibt im Metall nur negative Ladungen, es gibt nur Elektronen und die fließen hier tatsächlich von Minus nach Plus. Zwischen den Polen der Batterie hier ist eine Spannung. Spannung, das hatte was mit Energie zu tun, das hatte was mit Energie pro Ladung zu tun, und zwar speziell mit der Differenz der Energie pro Ladung. Das heißt, diese Elektronen, die hier in dem negativen Pol der Spannungsquelle sitzen, die haben eine höhere Energie, eine höhere potenzielle Energie, als die Elektronen, die hier in dem positiven Pol der Spannungsquelle sitzen. Und ähnlich wie ein Ball den Berg runterläuft, So setzen sich diese Elektronen hier in Bewegung, durchlaufen diesen ganzen Kreislauf, um dann an den Ort der niedrigeren potenziellen Energie zu kommen. Und je größer die Spannung ist, desto begieriger sind die Elektronen darauf, hier von Plus nach Minus zu gelangen. Letztes Mal hatten wir ja das Ohmsche Gesetz eingeführt. Das Ohmsche Gesetz, wir können es mal hier schreiben als die Spannung. Die Spannung ist gleich der Strom mal der Widerstand. Also das Ohmsche Gesetz beschreibt mir, wenn ich hier eine Batterie mit einer gewissen Spannung habe, wie viel Strom mir durch diesen Stromkreis durchlaufen wird. Und was ich jetzt herausfinden will, ist, wie dieser Widerstand R dieses gesamten Stromkreises eigentlich aussieht, wie der sich zusammensetzt aus diesen drei Teilwiderständen. Also der Widerstand, der Gesamtwiderstand R, das ist das, was wir suchen. Ja, um jetzt was über diesen Widerstand aussagen zu können, müssen wir uns die zwei anderen Parameter anschauen, den Strom und die Spannung. Vielleicht fangen wir mal mit dem Strom an. Strom war ja Ladung pro Zeit, die hier durch den Draht und durch diese Widerstände durchfließt. Ladung pro Zeit, das heißt also, das ist eigentlich dasselbe wie Elektronen pro Zeiteinheit. Und die Frage ist halt, ist dieser Strom tatsächlich in allen Punkten dieses Stromkreises konstant oder gibt es hier Unterschiede? Kann es zum Beispiel sein, dass die Elektronen hier in dem Draht losrasen und dann hier von dem Widerstand, wo es dann drin langsamer geht, dass sie dann hier sich stauen? Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Und wenn man jetzt misst, wenn man jetzt tatsächlich anschaut, wie viele Elektronen pro Zeiteinheit durch die einzelnen Teile hier dieses Stromkreises durchlaufen, dann würde man feststellen, dass überall dieselbe Menge an Strom fließt. Also im gesamten Stromkreis herrscht eine einheitliche Stromstärke. Wie kann man sich das erklären? Man kann sich zum Beispiel erklären damit, dass man sich überlegt, dass die Elektronen ja eine relativ starke Kraft aufeinander auswirken. Und zwar eine abstoßende Kraft. Also sobald sich hier am Ende des Drahtes und am Eingang des Widerstandes sich auch nur eine kleine Gruppe von Elektronen stauen würden, dann würden alle nachkommenden Elektronen, die dann auf diesen Stau zulaufen, die würden automatisch abgebremst durch diese abstoßende elektrostatische Kraft. Und das sorgt dafür, dass hier alle Elektronen in diesem ganzen Stromkreis gleichmäßig verteilt hier durchlaufen. Und egal wo ich zähle, die Zahl der Elektronen pro Zeiteinheit, die hier durch den Draht oder durch den Widerstand durchläuft, die ist überall im ganzen Stromkreis gleich groß. Ich hoffe, das ist einigermaßen einsichtig. Bei der Spannung sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Da wird es mal interessant. Ich könnte mir jetzt mal ein Voltmeter nehmen, also ein Spannungsmesser. Und den könnte ich hier anschließen. So, hier, das wäre mein Voltmeter.
Und hier würde ich genau die Spannung der Batterie messen. Ich brauche zwei Messpunkte. Spannung war ja die Differenz des elektrischen Potenzials. Und weil es eine Differenz ist, brauche ich natürlich hier zwei Anschlusspunkte für das Voltmeter. Also wenn ich hier so messe, dann messe ich ja in der Nähe der Batterie und dort würde ich die Batteriespannung angezeigt bekommen. Im Draht selber gibt es ja kaum Spannungsverluste. Die Elektronen fließen hier fast ohne jeden Energieverlust bis hin zum ersten Widerstand. Also hier kann ich eigentlich diesen Teil des Drahtes, den kann ich eigentlich als Verlängerung der negativen Spannungsquelle sehen. Und dieser Teil des Drahtes ist eigentlich eine Verlängerung der positiven Spannungsquelle. Das heißt, wenn ich jetzt hier und hier messen würde, also hier würde ich nochmal einen Voltmeter aufstellen, wenn ich jetzt dazwischen die Spannung messen würde, würde mir auch genauso wieder die Batteriespannung anzeigen. Also hier im Draht laufen die Elektronen ohne Energieverlust. Hier im Widerstand, da gibt es ja diese Stöße, der wenn die Elektronen verlangsamt, da gibt es gewisse Energieverluste. Hier kommen die Elektronen also mit weniger Energie raus. Und dann haben die Elektronen hier auf ihrer Reise vom negativen Pol zum positiven Pol eine gewisse Energie eingebüßt. Ja, machen wir diese Voltmeter aber kurz weg. Das stört jetzt ein bisschen. Also was wir uns anschauen wollen ist, wir wollen uns die Spannung hier anschauen. Also vom Eingang von R1 bis zum Ausgang von R3, da liegt die Batteriespannung an. Hier dazwischen gibt es aber Spannungsabfälle, also zwischen dem Punkt und dem Punkt, da herrscht eine Potentialdifferenz, da können wir eine Spannung messen. Das ist eine Stelle, die wir uns anschauen wollen. Die Stelle wollen wir uns anschauen, da werden wir nochmal eine Spannung messen können zwischen dem Eingang und dem Ausgang von R2 und genauso hier. Hier gibt es auch eine Potentialdifferenz, da können wir auch eine Spannung messen. Also jedes Mal, wenn die Elektronen durch die Widerstände durchlaufen, dann verlieren sie Energie. Deshalb wird es hier Potentialdifferenz und das wird dann angezeigt hier als eine Spannung. Und die Spannung, die kennen wir ja. Bei dem Ohmschen Gesetz, das Ohmsche Gesetz ist ja sehr interessant, weil das gilt ja jetzt nicht nur für diesen gesamten Stromkreis, sondern das gilt ja eigentlich auch für jeden Teilbereich, den wir uns rausgreifen. Also wir könnten uns auch hier diesen Teilbereich rausgreifen und sagen, genau für diesen Teilbereich gilt das hier genauso. Das heißt, die Spannung, die hier anliegt, von dem Punkt zu dem Punkt, ist gleich der Strom, der hier durchläuft, mal der Widerstand. Das heißt, also die Spannung U3 in dem die hier angezeigt wird, die ist gerade I mal R3. Und genauso gilt das Ohmsche Gesetz hier in diesem Teilbereich rund um den Widerstand R2. Da würde es dann so aussehen, dass da steht U2, die Spannung, die hier angezeigt wird, die hier abfällt. Diese Spannung U2 ist gerade der Strom mal R2. Und genauso gilt das Ohmsche Gesetz hier. Da stünde dann U1 ist gleich I mal R1. Also in jedem dieser Teilbereiche gilt das Ohmsche Gesetz. Das Ohmsche Gesetz würde eigentlich auch hier gelten. Also hier kann ich genauso sagen, ich habe eine Spannung U und ich habe einen Strom I und ich habe einen Widerstand R. Nur ist hier eben in dem Draht der Widerstand R sehr, sehr klein und entsprechend gering ist dann auch die Spannungsdifferenz. Und die ist so gering, dass wir sie hier in dieser Berechnung hier völlig vernachlässigen können. Wir konzentrieren uns hier wirklich nur auf diese drei Gebiete, wo tatsächlich eine messbare Spannung dann abfällt. Gut, jetzt haben wir hier diese drei Teilspannungen. Und was wir sagen können über die Batteriespannung, die Gesamtspannung, also die Gesamtspannung U, die setzt sich ja gerade zusammen aus diesen drei Teilspannungen. Also die Gesamtspannung U ist dann gerade U3 plus das, was hier abfällt, U2 plus das, was hier abfällt, U1. Und das kann ich jetzt wieder ersetzen mit I mal R. Das haben wir ja hier oben schon ausgerechnet. Also da kann ich sagen, der Strom mal der Gesamtwiderstand, I mal R, der Gesamtwiderstand, das ist gleich I mal U3 war I mal R3 und U2, das war I mal R2 und U1 war I mal R1. Und dass I gleich ist, das haben wir ja gerade diskutiert gehabt, also das I können wir hier einfach rausschmeißen.
Das braucht man nicht mehr, weil das ist überall derselbe Strom, da geht ja nichts verloren. Und da bleibt mir stehen, dass der Gesamtwiderstand R die Summe der drei Widerstände hier ist, die hier in Reihe geschaltet sind. Also der Gesamtwiderstand ist die Summe der Einzelwiderstände. Und das ist ja auch verständlich, denn jedes Elektron, was hier unterwegs ist, das muss ja wirklich durch alle drei Widerstände durch. Und wenn es vielleicht in dem einen hier problemlos durchgelaufen ist, dann wird es vielleicht in dem anderen hier stoßen. Das heißt, insgesamt addiert sich die Wirkung dieser drei Widerstände. Vielleicht ein kleines Zahlenbeispiel, wenn wir hier sagen, dass wir eine 20-Volt-Batterie verwenden, also wenn hier 20 Volt anliegen sollen. Und der R1, da nehmen wir mal 2 Ohm her, hier nehmen wir 3 Ohm her und hier, sagen wir mal 5 Ohm. Dann ist der Gesamtwiderstand also gleich 5 Ohm plus 3 Ohm plus 2 Ohm. Und na, rutschen wir das mal ein bisschen hoch hier. Und das sind dann gerade 5 plus 3 ist 8, 10. 10 Ohm ist der Gesamtwiderstand. Und der Strom, der dann durchfließt, das war ja U durch R. Und das sind dann U war 20 Volt, 20 Volt durch 10 Ohm. Und das gibt dann was in Ampere und das gibt mir gerade 20 durch 10, 2 Ampere. Also 2 Ampere werden hier durch diesen Stromkreis durchlaufen. Ja, und wenn ich jetzt den Strom kenne, dann kann ich auch was darüber sagen, wie groß jetzt tatsächlich diese Spannungsdifferenzen ist. Das haben wir ja schon aufgeschrieben. Das ist ja gerade I mal R2, I mal R3. I mal R3, also die 2 Ampere mal 5. Das heißt, hier habe ich tatsächlich einen Spannungsabfall von 10 Volt. Habe ich 2 Ampere mal 3 Ohm. Hier habe ich einen Spannungsabfall von 6 Volt. Und hier habe ich 2 Ampere mal 2. Hier fallen mir 4 Volt ab. Das heißt, 10 Volt plus 6 Volt plus 4 Volt, das gibt mir die 20 Volt Gesamtbatteriespannung. Ja, soweit der Stromkreis mit den seriellen Widerständen. Und im nächsten Video schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir die Widerstände parallel im Stromkreis einbauen, wenn also die Elektronen die Qual der Wahl bekommen und sich für einen von zwei Wegen entscheiden müssen.